Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trading Tipps. Heute dabei Puma. Der Sportartikelkonzern profitiert heute von sehr starken Zahlen des US-Weltmarktführers Nike. Nike hat gestern nachbörslich die Prognosen förmlich pulverisiert. Die Aktie legte nachbörslich zweistellig zu. Vor allem die Digitalumsätze haben das abgelaufene Quartal getrieben und dafür gesorgt, dass die Gewinne gegenüber dem Vorjahr trotz Corona gestiegen sind. Auch beim Umsatz ist lediglich ein kleines Minus zu verkraften. Und das Ganze dürfte auch der Puma-Aktie Auftrieb geben. Bereits in der vergangenen Woche hat Adidas CEO Kasper Rorsted sich positiv zur Nachfrage in der Branche geäußert. Hinzu kommt, dass Puma jetzt auch Superstar Neymar abgeworben hat, jetzt damit eine schillernde Werbefigur vor allem bei jungen Leuten hat, was den Umsatz weiter antreiben dürfte. Und sollte sich das eben wie bei Nike auch bei Puma in starken Zahlen jetzt widerspiegeln, wovon wir ausgehen, dann dürfte die Aktie auch das Hoch von vor Corona im Bereich 80,50 €, wir sehen es hier noch im Februar, schnell übertreffen und dann weiter nach oben steigen. In der vergangenen Woche hatten wir an dieser Stelle bereits eine Spekulation auf die steigenden Nike-Zahlen dabei. Der Schein ist inzwischen mehr als 30% im Plus und jetzt könnt ihr gerne natürlich auf Puma umschwenken. Da hat auch unser Partner Morgan Stanley wieder ein geeignetes Hebelprodukt. Faktor Long, Faktor 3, aktueller Kurs 6,50 € und auch hier halten wir schnell 30 bis 40% Gewinn für möglich. Absichern würde ich das Ganze mit einem Stopp bei 5,70 €. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Kurse und hoffe, dass wir uns dann auch morgen wiedersehen zu einer weiteren Ausgabe des Trading Tipps. Bis dahin.